Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladum zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli. Mit dem Zwergenfürst vor der Pokémon Liga auf dem Indigo Plateau. Die Top 4 wartet auf uns. Ja, genau so sieht's aus. Wir sind im letzten Part hier angekommen in der Pokémon Liga. Und haben schon unser Pokémon-Team zusammengestellt. So sieht es aus. Lavados, Arctos, H2 Legis, Pepe, Prof, Dictry und Blackie. So schaut's aus. Unser Team, in dem wir den ersten Versuch in der Top 4 starten werden heute in diesem Part. Auf geht's. Wir brechen auf in die Top 4. Wir wagen uns an den letzten finalen Kampf, die letzten finale Kämpfe, die letzte große Hürde dieses Spiels, naja, nicht des Spiels, aber der Reise durch Kanto. Ja, so sieht's aus. Und auf geht's. Die Pokémon Liga. Na dann. Hier stehen noch ein paar Leute rum. Was haben die noch sozusagen? Ich war nicht mal dazu in der Lage, das allererste Mitglied der Top 4 zu besiegen. Das ist also das Niveau, auf dem in der Pokémon Liga gekämpft wird. Kenne ich. Kommt mir bekannt vor. Aber jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Sobald du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Mir ist das System bekannt. Und ich kann nicht wieder zurück. Indigo Plateau, Leitung der Pokémon Liga. Die höchste Autorität für Pokémon Trainer. Okay. Einmal durchatmen. Tief einatmen und auf geht's. Rein da. Und da sehen wir schon wen. Hier sehen wir, dass wir nicht zurück können. Und da haben wir schon die erste Trainerin der Top 4, Lorelei. Wenn ich das richtig sehe. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin... Oh, du bist es. Du hast mich ziemlich lange warten lassen. Falls du dich nicht mehr an mich erinnerst, ich bin Lorelei. Ich gehöre zu den Top 4. Niemand ist so gut im Einsatz von Eis-Pokémon wie ich. Attacken, die den Gegner einfrieren können, eine verheerende Wirkung haben. Warum? Tja, das liegt ja wohl auf der Hand. Sobald ich deine Pokémon in Eiswürfel verwandelt habe, sind sie vollkommen hilflos. Ha. Also, bist du bereit? Immer bereit, bereit geboren. Auf geht's. Auf in den Kampf. 4 Pokémon, eine Trainerin. Lorelei. Ja, das ist Pokémon Hingong. Wenn ich es richtig gelesen habe. Jugnok oder keine Ahnung. Ja. Jugong, ja. Dann würde ich mal mit Flammenwurf nicht ganz falsch liegen. Vermute ich mal. Bei Eis-Pokémon ist das, glaube ich, nicht komplett grundverkehrt. Aber bei Wasser-Pokémon. Ja gut. So viel dazu und dazu so viel. Ich hätte mir das Lavados vielleicht zum Schluss aufgeben können. Das wäre vielleicht effektiver gewesen. Ich habe noch Evoli, aber ja gut. Jugong ist natürlich... Oh nein, ich verplempere hier Attacken. Das fängt ja super an. Ich hoffe, wir haben AP plus Attacken plus Dinger. Und wir das weitermachen können. Na, schauen wir mal. Den ersten Kampf. Den werden wir heute mit Arctos hoffentlich bestehen. Das sind keine Eis-Pokémon, das sind Wasser-Pokémon. Das sind hauptsächlich Wasser-Pokémon. Warum kündest du Eis-Pokémon an, wenn hauptsächlich Wasser-Pokémon kommen? Ja, gut. Dann sind wir schon
Da haben wir schon verkackt, wenn die echten Eis-Pokémon kommen. Ein Wasserstrahl. Ja gut, so viel dazu. Wir haben genug Belebermetz dabei. So ist es nicht. Das dürfte nicht das Problem sein. Peter, versuchst du mal. Ich setz dich mal ein. Gegen Wasser-Pokémon bist du auf jeden Fall effektiv. Typ Pflanze. Und dürfte was bringen. Und kannst zumindest versuchen. Ja, oder nicht. Na komm. Rasierblatt. Ey, mein, jetzt darfst du doch wohl. Hat's nicht viel gebracht. Aber gut. Den Versuch war's wert. Rankenhieb. Oh, ja. Ja, dass es keine leichten Kämpfe wären, das war schon so zu vermuten. Das war jetzt nicht. Das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. So. Arctos. Ja gut, Eis gegen Eis. Ja, wir müssen auf jeden Fall in den Kämpfen alles geben. Volle Möhre. Da hilft nichts. Wir können jetzt nicht mit einem einzigen Pokémon eine Arena Letter, eine Top 4 Trainerin besiegen. Das ist nicht gegeben. Da müssen wir schon mit Belebern uns trinken. Uns zu helfen wissen. Das ist leider, ja, so gut ist unser Team nichts trainiert. Da müssen wir das ganze Team auslasten. Das sind alles Wasser-Pokémon. Was sagst du denn? Was kommst du denn hier mit Eis? Was sagst du denn Eis? Das ist doch nicht. Ist doch nicht wahr. Okay, Blizzard. Das war wohl nicht effektiv. Ja, komm, eine Feuerattacke. Gut, gegen Eis ist das wirkbar. Wirksam. Also meins ist jetzt wirklich ein Eis-Pokémon. Im Gegensatz zu deinem. Eisstrahl. Da habe ich mir aber wirklich mehr erhofft von Arctos-Attacken. Ja, auf Feuer-Pokémon sicherlich. Ja. Auf welche Pokémon ist das effektiv? Ich bin verwirrt. Na komm, Fliegen. Da können wir zumindest eine Runde aussetzen. Ja, sehr professionell jetzt hier. Man sieht's. Ich teste mich jetzt immer noch aus. Oh, hat verfehlt. Ja gut, Hilfe. Ja gut. Vielleicht Lavados wieder beleben. Prof. Oder mit Prof. Wir versuchen es mit Prof. Zur Not Rudi stark. Ja, hoffe ich zumindest. Mega-Entwicklung. Fünfter Aura. Na komm, den ersten Trainer. Das ist der erste Trainer der Top 4. Na komm. Das muss jetzt besser werden als Pokémon Game Edition. Wir müssen die Schande von der Game Edition aufarbeiten. Wir müssen zumindest zum zweiten Trainer müssen wir es noch schaffen. Mindestens so weit müssen wir noch kommen. Das ist das. So kann es nicht enden. Das darf nicht zweimal derselbe Fehler passieren. Oh wei. Komm, halte durch. Prof, halte durch. Dann haben wir nur noch zwei Nachnamus. Ja gut. Sieht dünner aus. Unser Team. Rosanna. Okay. Obwohl Prof schon fast am Boden ist. Blackie. Musst du jetzt mal kämpfen. Rosanna, die ist doch. Rosanna ist. Sekunde, von welchem Typ ist die denn? Das sind ja alles keine Eis-Pokémon. Hat versucht, mit Niere zu flirten, oder was? Ich versuch's mal mit Risikotickel. Risikotickel? Jo, sehr gut. Ja, ist natürlich Rückstoß. Das ist natürlich ein bisschen. Ist natürlich ein bisschen blöd. Oha, schläft. Nein, nicht jetzt. Das ist jetzt ganz schlecht. Das letzte Pokémon ist dann Eis-Pokémon oder was?
willst mich doch verarschen. Blacky, Aufwecker, los, halte durch. Blacky, du bist meine stärkste Hoffnung, du bist hier wirklich. Oha, das ist mein heftigstes Mitglied. Na komm. Ein Trank für Blacky. Auweia, wir werden sowas von untergehen. Ich meine, diesen Kampf schaffen wir jetzt vielleicht mit Ach und Krach. Auf Katz. Ein Weckruf. Sehr gut. Hey, ja, holla die Waldfee. Quälzone. Na komm. Da war es noch eines. Ja. Es wird auf jeden Fall eine Zitterpartie. Nicht nur hier im Eiskampf. Okay, Labras. Na komm, das kriegen wir doch noch hin. Das Labras kriegen wir noch gebacken. Auf keinen Fall mit Flackerbrand. Risikodecke. Noch einmal. Na komm, lass es wirken. Auwei. Hydropumpe. Halt durch. Halt durch, Becky. Halt durch. Auweia, Mama. Oh je. Übertrank. Hilft nur, Tränke einzusetzen. Vorsichtig, nicht zu viele Tränke nutzen. Brauchen wir noch für später. Massiv. Aber ja. Quälzone vielleicht. Na komm. Muss doch was bringen. Auweia. Na komm. Evoli. Bleib stark. Das Labras werden wir doch wohl noch besiegen können. Es sieht schlimm aus. Mein Team. Huha. Was haben wir uns da zusammengestellt im letzten Part? Na gut, vielleicht kriegen wir es mit Evoli irgendwie durch. Vielleicht kommt Evoli irgendwie mit Ach und Krach durch. Die Trainer werden nicht leichter, das ist so. Die Kämpfe werden nicht besser. Glitzersturm, Glitzer ist zu Tode. Na komm. Ich finde das so cool, dass die ihren Namen sagen kann. Sagt ihren Namen, das ist die Frage. Sagt die Blacky oder ist das... Wenn ich die Pupsi genannt hätte, würde die auch Pupsi schreien oder... Wie ist das? Oder ist das, klingt das nur zufällig so ähnlich wie Evoli? Ich meine, wenn ich das Let's Play jetzt hier zu Ende habe, wenn ich die, das Projekt beendet habe, kann ich das Spiel ja mal löschen und das mal von vorne anfangen und einen anderen Namen geben. Das wäre ja mal interessant. Und ich kann es auch umbenennen, das ist jetzt nicht das Ding. Muss man nicht löschen. Na komm, Risikodecke. Abras. Sieg. Nice. Ja, die Waldfee. Das war schon ein ordentlicher Kampf. Ich merke, es fällt mir leichter als ein Pokémon Gelb, aber... Puh. Das wird was werden, die nächsten Kämpfe. Der zweite Kampf, der dritte, der vierte und der Champ. Ja, über den Champ will ich gar nicht reden. Auwei. Da ist irgendwas schief gelaufen. Wir uns 10.400 Pokémon-Dollar und die siegreich aus dem Kampf gegen die erste Trainerin der Pokémon-Liga hervor. Die erste Top 4. Und so sieht's aus. Jetzt wird mir erst klar, wie viel stärker du geworden bist. Du kannst in den nächsten Raum weitergehen, aber sei vorsichtig. Das war nur ein Vorgeschmack auf das, was dich in der Pokémon-Liga noch erwartet. Und das war erst die Vorgeschichte. So, mal schnell das Team heilen und dann geht's schnell weiter zum nächsten Kampf. Zum nächsten Top 4. Oha, den ersten haben wir bestanden. Ja. Das war aber klar, dass das jetzt hier keine Spazierfahrt wird.
das jetzt hier Anspruch hat. So, Lavados. Ich weiß echt nicht, was der nächste ist. Welches Pokémon wir als nächstes brauchen werden. Dann können wir ja gleich gucken. Und das Pokémon, was wir am ehesten brauchen können, nach vorne legen. So. Ich habe auch noch Sonderbonbons. Die können wir hier einsetzen, auf jeden Fall. So, Trinke, Hypertrinke. So, Lavados. Arctos. Blacky auf jeden Fall. Prof. Pebe kriegt auch einen. So, da ist das Team wieder halbwegs fit. So, Blacky noch ein Tafelwasser. So. Speichern tue ich auf keinen Fall. Zumindest jetzt nicht. Weil wenn ich jetzt verliere, muss ich wieder, kann ich wieder zurück. Nach den ersten zwei, da können wir speichern, das machen wir so. Weil dann der Part aufhört. So, so sieht's aus. Dann mal voran. Oha. Kampf oder Boden. Das ist sowas in der Art. Machomai wird kommen, Machado, also halt solche Typen. Ja, Arctos vielleicht, ganz am Anfang. Eis, ich weiß nicht, Eis gegen... Wir können es mal versuchen. Und dann Lavados als nächstes. Ja, können wir ja einwechseln. Mit Arctos würde ich anfangen, würde ich beginnen. So, einatmen, ausatmen, tief durchatmen. Und los geht's. Zweiter Kampf der Top 4. Ich bin bereit. Immer bereit. Wie gesagt, bereit geboren. Es wird hart. Auf geht's. Wir steigen uns an, so gut wir können. Wir haben noch ein paar Items mit dabei. Los, zeig mir deine Pokémon. Kämpfer. Ich bin Bruno von der Top 4. Wer nie stillsteht und stets Kampfgeist beweist, wächst immer wieder über sich selbst hinaus. Das gilt für Menschen wie für Pokémon. Nach dieser Philosophie habe ich mich selbst meine Kampf-Pokémon trainiert. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Dein Name lautet Slurpee, nicht wahr? Sieh dich vor. Denn du darfst gleich die Früchte unserer beinharten Trainings auskosten. Waha! Der Bruno mit seinem beinharten Training. Beinhart wie ein Rocker. Okay, ein Onix. Ein Arctos. Schauen wir mal. 55, 52 Level stimmt fast. Eisstrahl. Na komm. Lass es wirken. Hau rein. Nice. Ist viel gemacht für diesen Kampf. Das wirkt wahre Wunder. Na komm, Arctos, du bist gut. Krieg erreicht Level 43. Okay, ich wollte eigentlich Sonderbonbons einsetzen, aber gut. Nach dem Kampf hier bringen wir es zu Ende. Fliegen vielleicht mal. Den Kikli will ich nicht so gerne getroffen werden. Uha! Oh weia. Mal sehen, was Fliegen bringt. Flugattacke jetzt vielleicht nicht zu viel, aber... Oh wei. Die Haut rein. Jau. Sehr gut. Flug und Eis scheint perfekt zu sein. So, ich brauche mal hier ein paar Items. Trank für Arctos. Arctos ist hier mein Pokémon in diesem Kampf. Alles sehr nice. Machomai. Sehr gut. Machomai, Machomai. Wie man es nennen will. Ich nenne es Machomai. Es gibt auch offizielle Aussprachen davon, aber ja, gut. So, hältst du durch, Arctos. Hier hast du einen Trank. Steinhagel. Wir müssen es wieder beleben.
Fliegen ist, glaube ich, sehr effektiv. Prof, vielleicht kann ich Prof behaupten. Ich muss noch nicht sofort wieder beleben. Vielleicht kriegt Prof das hin. Zwei haben wir schon besiegt. Na komm, das war's. Das kann doch jetzt nicht nur eine Glückssträhne gewesen sein. So, siede Wasser. Na komm. Na komm. Mega Entwicklung. Mega Totok. Ein bisschen Look für den Kampf. Einen guten, starken Look. Ich hoffe, das bleibt nicht bei dem Look. Ja, doch, tut es. Verbrennung. Ja, Verbrennung ist nicht schlecht. Ist grundsätzlich nicht falsch, nicht verkehrt. Und der Prof hat's überlebt. Na komm, weiter kämpfen. So. Puh, Erkrank nach oder Geowurf. Geowurf, na komm. Leeres Kirms. Und Aquarka auch vielleicht besser gewesen wäre. Na komm. Ja, wäre auf jeden Fall besser gewesen. Vielleicht hätte man auch Siedewasser weitermachen können. Setz nochmal ein. Der hält viel aus. Der Prof. Starkes Pokémon. So, Siedewasser. Verside. In meinem Wasser. Sehr nice. Prof ist besiegt, aber Machomai auch schon fast. Da waren es noch zwei. Na gut. Machomai ist verwandt. Ja, sehr nice. Nicht mal Pepe. Ja, Pepe muss man hier erhalten als Sklave für die Items. So. Wir meinen Beleber, Top-Beleber können wir uns aufsparen für später. Ich bin optimistisch, was Arktos angeht. Der kriegt das gebacken. Die letzten zwei Pokémon. Der besitzt sich gleich selbst. Oha! Pepe, was ist mit dir los? Du wirst aber hier durch. Bist du am Ende noch stark gegenüber diesem Typ? Können wir dich einsetzen? Das hat ihn ja fast nicht beeindruckt. Na komm. So, jetzt müssen wir noch einen Trank einsetzen. Halte durch, Pepe. Aber heißt das, kann ich dich jetzt einsetzen im Kampf? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, dich hätte ich jetzt gar nicht gesetzt. Pepe, du verwunderst mich immer wieder gern. Immer wieder sehr. Eishieb. Ach, verdammt. Ja, dann war's. Dann war es geschehen. Rankenhieb. Na, darf er einmal? Nein, darf er nicht. Tja. Machomai hat er ausgehalten. Machomai. Machomai wäre es vielleicht stark gewesen. So, Arktos, lass dich nicht sofort besiegen. Na komm. Zwei Pokémon sind es noch in diesem Kampf. Du bist stark. Ich weiß das. Fliegen. Ja, ich setze Fliegen ein. Das wird das Beste sein. Arktos verfehlt. So, greif von oben an. Fliegen. Aus der Luft. Ja! Ist schon eine höhere Klasse. Das ist jetzt hier nicht mehr mit einem Schlag besiegbar. Nochmal fliegen. Na komm, auf geht's. Hinauf. Verfehlt und mach's alle. Stürz dich hinab. Nocturne besiegt. Hervorragend. Da war es noch einer. Haben wir gleich die ersten beiden Trainer der Top 4 besiegt. Na komm. Sehr gut. Kämpfen, weiter kämpfen. Quapo. Wasser-Pokémon. Okay, warum hat er auf einmal ein Wasser-Pokémon? Wo nimmt er sein Wasser-Pokémon her? Naja, die haben irgendwie alle nicht. Die Pokémon. Diese Versprechen, die im Kampf Pokémon einzusetzen. Ja, Quapo ist vielleicht Kampf, aber ja gut. Ein bisschen unfair ist es schon. Muss fliegen, wir kriegen ihn mit Fliegen besiegt. Na komm, bring's zu einem Ende. Attacke. Fliegen. Na, das läuft doch spitzenmäßig.
Krato besiegt. Hervorragend. Da sind wir weit, da sind wir schon doppelt so weit wie in Pokémon Gelb und Grün. Das verspricht gut zu werden. Wie kann das sein? Wie konnte ich verlieren? Du gewinnst 10.600 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den zweiten Top 4 hervor, gegen Bruno. Ja, so sieht es aus. Die Hälfte der Top 4 schon geschafft. Der Champ kommt dann später mit dem Champ-Ring oder zum Schluss, wenn es soweit ist. Die Hälfte der Top 4 haben bestanden. So schaut's aus. Ich freue mich. Damit haben wir unsere Pflicht erfüllt. Im nächsten Raum wartet bereits eine weitere Herausforderung auf dich. Aber erst im nächsten Part. Ich heile mein Pokémon-Team hier. Einmal ein paar Tränke einsetzen. Das Team wieder heilen. So, wo habe ich meine... Zuallererst, wo ich meine... Sonnenbonbons 13, Sonnenbonbons. Na, jetzt wird mal aufgelevelt. So, wer jetzt am nötigsten? 43, Level 40. Okay, Prof hat es nötig. Level 41. So, Entwicklung gibt es hier keine mehr. 42. Na komm. 43. Nicht alle an Prof verschenken. Pepe, ein Level. 45. Hauen wir raus hier. 44 und 45. Auf ein halbwegs gutes Level bringen. Oh, Attacke. Schutzschild. Ach, vergiss es. So, Level 45 noch für dich. So. Level 50 für Dicktri. So muss das. So. Haktos kann es noch vertragen. Navados kriegt auch noch einen. Ja, Pepe bräuchte noch. Ich habe noch zwei übrig. Haktos und Pepe, also Evoli kriegt keins. Okay, N für Arctos. N's für Pepe. Sehr gut. Haben wir die Sonnenbonbons verschenkt. Sehr gut. So, Medizintasche. Einmal heilen bitte. So, keiner besiegt worden. Och ja, das ist. Das hat ja perfekt geklappt. Bleiben wir zum Glück genug dabei. Achso, ja, Trinken haben wir auch genug dabei. Oh, es wird langsam knapp. Sollten wir mal. Ja, dann müssen wir gegen den Champ vielleicht mit geschwächtem Team kämpfen. So soll es nicht sein. So. Und ich speichere an dieser Stelle mal. Und weiter geht's im nächsten Part, wer der nächste Trainer und der Top 4 sein wird. Seht ihr im nächsten Part. Doppelspeichern hilft. Nicht. Dann fühle ich mich sicherer. Ja, wenn ich nach oben sollte euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Den nächsten Part nicht verpassen wollt. Ja, haut rein. Man sieht sich hier. Zweite Hälfte der Top 4 im nächsten Part. Haut rein. Ciao, ciao.